sprechen, weil sprechen ist besser als schießen. Und Wien bietet sich an als Ort für Verhandlungen. There is the role of the European Union and there is the overall position of the European Union. Wir brauchen ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen. Eine neue Episode unseres Videopodcasts zu einem Thema, das wir schon einmal beleuchtet haben, damals interreligiös aus jüdischer, christlicher und islamischer Perspektive, jetzt aus christlicher, katholischer Perspektive, nämlich wie sich das Glaubensleben in der Pandemie entwickelt hat. Da muss man natürlich zuerst ansprechen, wie die Seelsorge in dieser sehr, sehr außergewöhnlichen Phase, die ja noch andauert für so viele Seelen, so viele Menschen, funktioniert hat und was wir daraus lernen können, aber auch was weltkirchlich und europaweit kirchlich zu sagen ist. Deshalb freue ich mich, als ersten Gast der heutigen Episode Michael Kuhn begrüßen zu dürfen. Er ist der Österreicher in der Versammlung der Europäischen Bischofskonferenzen mit Sitz in Brüssel. Zu seinen Schwerpunktbereichen gehören Ökologie und Nachhaltigkeit. Also da ist er ganz auf den Spuren des Heiligen Vaters in Rom. Und Michael Kuhn hat einen tollen Überblick dazu, was in den verschiedenen Winkeln und Ecken Europas während der Pandemie sich kirchlich abgespielt hat und abspielt. Daher übergebe ich gleich das Wort an dich, lieber Michael. Wie ist das angelaufen? Wie läuft es jetzt? Und was ist deine Zukunftsperspektive? Ja, angelaufen ist einmal so, dass, glaube ich, alle Bischofskonferenzen von der Pandemie natürlich überrascht waren. Das heißt also, dass die verschiedenen Maßnahmen, die durch die verschiedenen Regierungen in den Mitgliedstaaten ergriffen wurden, überrascht waren, aber dass erstaunlicherweise fast alle Bischofskonferenzen, sage bewusst fast alle Bischofskonferenzen, doch sehr schnell darauf eingeschwenkt sind, dass die Maßnahmen, die dazu dienen, einfach die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, um die auch nachzuvollziehen. Also zum Beispiel hier in Belgien genauso, dass ab dem 13. März keine öffentlichen Gottesdienste mehr stattgefunden haben und dass im, sagen wir mal, fast zweiwöchentlichen Rhythmus die Bischofskonferenz und auch die Erzdiözese in kurzen Bulletins versucht hat, den letzten Stand der Dinge und wie denn das kirchliche Leben fortgesetzt werden kann, um das zu vermitteln. Wobei sie den Teil freigelassen hat, wie sie das machen. Wir haben, also ich bin ja auch Diakon in der katholischen Gemeinde deutscher Sprache hier in Brüssel. Wir haben also voll auf Hausgottesdienste gesetzt. Das heißt, also wir haben Material angeboten für die Familien, um zu Hause zu feiern. Auch Ostern war so, wurde so gefeiert. Und daneben hat sich ein neues Angebot in dem Internet etabliert, Gedanken zum Tag, Meditationen und ähnliches mehr. Also einfach pastorales Material, wo du Menschen sozusagen etwas anbieten kannst, aus dem sie selbst aussuchen können, was für sie und für ihre Situation im Moment am besten passt. Und daneben eine sehr intensive Telefonpastoral. Wir haben doch ein breites Einzugsgebiet. Das heißt also viele Leute, die wir nicht besuchen können, weil es ja auch hier ein Bewegungsverbot gibt, das noch bis zum Sonntag gilt und dann erst eingestellt wird. Das hat verhindert, dass wir die Leute besuchen können, also dann über Telefon. Aber das ist nur die pastorale Schiene. Die zweite für uns, für die Komitee, ist natürlich die Frage, wie es denn mit und vor allem nach Covid weitergehen soll. Und es gibt ja diese Initiative vom Papst Franziskus von Ende April, in der er eine Kommission eingesetzt hat, die darüber nachdenken soll, wie denn Post-Covid Europa aussehen soll, wie wir über Wirtschaft, wie wir über Gesellschaft, wie wir über Politik denken. Und da sind wir als Kommission auch darauf eingestiegen. Also wir sind auch am Nachdenken darüber, wie kann das funktionieren. Unsere Präsidiumssitzungen, die eigentlich normal immer live stattfinden, haben seitdem auch über Zoom stattgefunden. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir also ein konkretes Zeichen setzen, dass wir am 28. Mai in einem Webinar mit einer amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin, der Mariana Mazzucato, und mit dem Bruno Dufay, dem Sekretär des Dikasteriums für integrale menschliche Entwicklung, dass wir einfach hier versuchen, einige Ideen auf den Tisch zu legen. Wie kann die europäische Politik, wie kann die Politik in den Mitgliedstaaten aussehen? Wie kann die Covid-Krise, so stark sie auf unsere Gesellschaft auch eingewirkt hat, wie kann sie auch als Chance begriffen werden, um bestimmte Dinge, die wir verändern
müssen in unserer Gesellschaft und von denen wir immer gesagt haben, dass es fast unmöglich ist, wie wir die verändern können, weil eben die Gesellschaft in einem gewissen Moment zum Stillstand gekommen ist, zumindest weitgehend. Und wenn das wieder neu gestartet werden soll, wie können wir starten, aber dann vielleicht in eine andere, bessere, zukunftsweisendere Richtung? Danke, Michael Kuhn. Ein weiterer Gast in der heutigen Episode ist Regina Pollack, die bekannte Pastoraltheologin. Arbeitsschwerpunkte sind nicht nur, aber auch Migration, Werteforschung, Religionspädagogik. Regina, ich freue mich riesig, dass du da bist und bin gespannt, was du zu sagen hast dazu, was gelaufen ist, aber vor allem, was die Lehren sind, natürlich in der pastoralen Arbeit, aber auch insgesamt für das Glaubensleben. Das war wie, oder ist wie bei jeder Krise, hat auch die Pandemie, die Corona-Pandemie, die strukturellen und die personellen Stärken und Schwächen in der Erzdiözese Wien und in der Kirche Österreich sichtbar gemacht. Ich würde sagen, es war die Zeit der Hauskirchen. Also wir können auf der Gemeindeebene, in den Ordensgemeinschaften eine unglaubliche Kreativität dort feststellen, wo schon vorher sehr lebendige Pastoral stattgefunden hat. Es war die Zeit der Innovation in den liturgischen Vollzügen, auch stark im Online-Bereich, im virtuellen Bereich. Und es war auch die Zeit der Caritas, also allein die Caritas der Erzdiözese Wien hat in den ersten 3 Wochen der Ausgangsbeschränkungen 3.200 neue ehrenamtliche Mitarbeiter verzeichnen können. Menschen, die zum Teil im kirchlichen Bereich überhaupt noch nicht anzutreffen waren. Also das war die positive Seite. Auf der anderen Seite, dort, wo ein solches Gemeindeleben nicht so intensiv vorhanden war oder wo Priester schon vorher in der Seelsorge nicht ganz so aktiv waren oder das seelsorgliche Leben überhaupt schwächer war, haben sich Menschen auch alleingelassen gefühlt, beziehungsweise hat sich das dann auch in den Möglichkeiten an der Liturgie teilzunehmen wieder gespiegelt, dass halt nicht alle Menschen einen Online-Zugang haben, nicht alle Menschen einen Laptop und eine ganz tolle WLAN-Verbindung haben. Also man hat quasi, oder ich versuche das so zu formulieren, die Pandemiekrise ist wie jede Krise wie eine Art Vergrößerungsglas, die sichtbar macht, wo läuft was gut, wo gibt es Stärken, wo gibt es Ressourcen, die wir in Zukunft auch fördern können und müssen und dürfen. Und auf der anderen Seite, wo sind die Konfliktlinien, wo sind die Brüche, wo sind die Herausforderungen. Mir persönlich ist in Österreich aufgefallen, dass wir jetzt auch für die Zukunft eine stärkere Verbindung brauchen zwischen dem akademischen und dem pastoralen Raum, also dem Raum der Theologie und der ganz konkreten Kirche, so wie sie sich vor Ort ereignet. Und zum anderen, dass wir auch die gesellschaftspolitische, oder ich nenne das lieber die politische Diakonie der Kirche, stärker fördern müssen, weil in diesem Bereich glaube ich, gibt es einiges an Nachholbedarf, also nicht im Bereich der katholischen Aktion, aber quasi also das, was Gaudium et Spes, die Pastoralkonstitution der katholischen Kirche in den 70er Kapiteln formuliert, dass es eine Verantwortung auch gibt, sich in die gesellschaftspolitischen, in die ökonomischen, in die kulturellen, sozialen Fragen einzumischen, das ist in vielen Gemeinden auf der Mikroebene in der Klarheit noch nicht angekommen. Also da gibt es sicher einiges an Entwicklungsbedarf. Also die Krise als Vergrößerungsglas dafür, was gut läuft in der pastoralen Arbeit und was weniger gut läuft und alles in einem zu sehen, würde ich sagen. Die Theologie und die pastorale Arbeit vor Ort, das sind einige der Empfehlungen von Regina Pollack. Simon Ebner, du bist Generalsekretär der katholischen Aktion Salzburg, bist doch Obmann des Pfarrgemeinderates in Salzburg-Hendorf und erlebst natürlich vieles an kirchlichem Wirken, auch an kirchlicher Innovation, würde ich glauben, während der Pandemie. Da war ja in Salzburg einiges los und läuft noch immer. Wie hast du diese Entwicklung der pastoralen Arbeit und insgesamt des kirchlichen Lebens erlebt? Na, ich habe dann in Vorbereitung jetzt auf das heutige Gespräch einmal so die ersten Wochen, besonders im März, wieder Revue passieren lassen, wo ich sehr, sehr viele Ungleichzeitigkeiten erlebt habe. Das heißt, man hat auf der einen Seite den ganzen kirchlichen Arbeitsapparat, so wie auch andere Einrichtungen, Unternehmen und so weiter umstellen müssen. Es war das Thema Arbeit von zu Hause aus. Es waren sehr viele Fragen plötzlich da, weil man einfach komplett anders arbeiten musste als zuvor. Also ich kann mich da an einen Termin erinnern, wo dann plötzlich jemand in die Runde gefragt hat, Entschuldigung, welcher Tag ist heute eigentlich?
Und spontan konnte das keiner beantworten, weil es einfach durchgegangen ist, mit permanenten Fragen Dinge zu organisieren und zu klären. Was uns in Salzburg sehr geholfen hat und nach wie vor hilft, war von Anfang an eine ganz klare Prioritätensetzung, die von der Diözesanleitung abwärts einfach durchgegeben wurde. Nämlich, wir müssen jetzt zeigen, Gott ist da, die Kirche ist jetzt nah bei den Menschen. Das heißt, die ganzen Strukturthemen, finanzielle Fragen und so weiter sind wichtig, müssen akut bearbeitet werden, aber der Fokus liegt darauf, was ist jetzt unser Dienst am Menschen. Und da war ich sehr beeindruckt von diesem Kreativitätspotenzial, das sich da entwickelt hat. Also ich darf da mal Werbung machen auf die Website www.trotzdemnah.at der Erzdiözese Salzburg, wo binnen kürzester Zeit verschiedenste Angebote digitaler Natur, Ideen für Hauskirche, für sonstige Aktivitäten gesammelt wurden, Best-Practice-Beispiele aus den Pfarren und so weiter. Also ich war da eigentlich erstaunt von der Dynamik und von dem Kreativitätspotenzial, das da frei geworden ist. Gleichzeitig da sehr, sehr viele Verunsicherungen. Bei uns in der Pfarre war die Frage, gut, wie gehen wir jetzt weiter mit den Gottesdiensten, wo am Anfang unklar war, darf man nicht, wo die einen sind, die sehr, sehr vorsichtig sind und sagt am besten gleich schon gar nichts mehr, die anderen, die dann Druck ausüben und sagen, man kann doch nicht die Heilige Messe absagen. Also da auch wieder sehr, sehr viele Ungleichzeitigkeiten, die jetzt weniger werden, aber gerade jetzt mit der Öffnung quasi, wo man wieder mehr darf, tauchen einfach sehr, sehr viele Fragen wieder auf. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das Wiedereröffnen ist sogar noch mehr Aufwand als das plötzliche Runterfahren der Aktivitäten oder Umstellen der Aktivitäten und Angebote. Sehr, sehr interessant, wenn ich den Ball an den Michael Kuhn weiterspielen darf, wo es für mich eigentlich was pastorale Arbeit, wenn ich das als Laie einschätzen darf, zu Herzen gegangen ist, war, dass Covid-19-Patientinnen und Patienten, die im Sterben gelegen sind, nicht in der üblichen Form die Krankensalbung bekommen konnten und auch andere menschliche Kontakte nicht so leben konnten, wie wir uns alle das für die Sterbestunde wahrscheinlich wünschen. Was sind da die Erfahrungen und wie hat einerseits, glaube ich, wenn ich das richtig deute, Rom reagiert mit unmittelbaren strukturellen Maßnahmen, würde ich es mal nennen, aber vor allem auch, was kann man da lernen für die pastorale Arbeit, wenn eine solche Seuche sich über die ganze Welt zieht? Michael Kuhn. Das ist ein bisschen schwierig, da würde das auch gleich die Regina mit einbinden wollen, weil ich glaube, dass die von ihrer Seite dann noch mehr Erfahrung hat. Was mir einfach beeindruckt hat, ist, dass man trotzdem versucht hat, Formen der menschlichen Nähe zu suchen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was mich ein bisschen, verwundert hat, dass man eine gewisse Heroisierung auch in Italien, also Priester, die sich nicht darum gekümmert haben, ob jetzt was erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, sondern einfach hinausgegangen sind in die Spitäler und dann also versucht haben, Sterbenden nahe zu sein und die sich selbst angesteckt haben und dabei gestorben sind. Das wird bei solchen Pandemien immer sein. Aber ich denke auf der anderen Seite, also auch hier in Belgien, dass man doch versucht hat zu sagen, auch von der Politik, und das war dann kirchlich abgestimmt, nicht nur katholischerseits, sondern mit allen Religionsgemeinschaften, können wir eine Form finden, wo wir zumindest Abschied nehmen können von diesen Menschen, auch im kleinen Kreis. Das ist also bei uns geschehen. Ja. Aber ich habe da keine fertige Antwort drauf. Ich glaube, da müssen wir wirklich noch darüber nachdenken, wie kann man so etwas tun in einer solchen Form der Pandemie, vor allem, weil mir einfach auffällt, dass vielleicht viel stärker als früher hier doch sehr strikt die Maßnahmen, die vorgegeben wurden, auch eingehalten wurden. Das heißt also, dass Menschen sich auch außerhalb der Kirche, aber natürlich auch innerhalb der Kirche sehr stark daran gehalten haben. Was ist es denn vorgegeben? Was können wir und was können wir nicht tun? Ja, dieses Nachdenken, das du ansprichst, Michael, wird uns Regina Pollack sehr helfen können. Und deshalb, wie du es auch schon erwähnt hast, möchte ich diese Frage an die Regina weiterspielen. Ich würde diese Frage gern sakramententheologisch und sozialethisch beantworten. Also sakramententheologisch
es war schon eine große Ohnmacht, auch unter den Lehrern diesbezüglich wahrzunehmen, weil schon auch, sage ich mal, ex negativo deutlich geworden ist, dass wir Menschen leibliche Wesen sind und wie wichtig eine leibhaftige, persönliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht ist. Das lässt sich durch keine Zoom-Konferenz und durch kein noch so tolles virtuelles Medium, so sinnvoll das ist, eigentlich ersetzen. Und da sind tatsächlich mehr Fragen aufgetaucht, die wir beantworten müssen oder denen wir uns überhaupt mal aussetzen müssen. Also es ist schon auch nochmal sichtbar geworden, wenn ich es theologisch betrachte, die Kraft des Geistes. Ja? Also wenn jemand, sage ich mal, schon sehr tief im Glauben verankert ist, dann wird die Tatsache, ob jetzt quasi ein Gespräch oder ein Dialog virtuell oder physisch ist, wahrscheinlich nicht so tragisch sein, weil ich dann in meinem Inneren geistlich verwurzelt bin und diese räumliche Distanz quasi mental, spirituell überwinden kann. Nur ist so ein tiefer Glaube nicht unbedingt die Regel. Ja? Also auch da wird sichtbar, wie tief verwurzelt bin ich da schon vorher und was gibt es da eigentlich auch noch zu lernen? Das ist die theologische Dimension. Die sozialethische Dimension wäre zu fragen, ob wir derzeit gesellschaftlich nicht, sage ich mal, also wir müssen einfach die Werthaltungen deutlicher noch gegeneinander abwägen. Ja? Also quasi alte, ältere Menschen, kranke Menschen vollkommen zu isolieren, ja, ist mindestens genauso krankheitserregend, ja, wie so ein Coronavirus. Also bei allem Verständnis für die Entschiedenheit der Maßnahmen und die Notwendigkeit, weil wir alle überfordert waren mit der Situation, muss man, falls eine zweite oder dritte Welle kommt, schon dann nochmal genauer abwägen und austarieren zwischen dem Wert, sage ich jetzt mal, eines sozialen Lebens, eines biologischen Lebens. Momentan fokussiert sich alles auf das biologische Leben. Es gibt von Giorgio Agamben da einen recht interessanten Artikel dazu. Aber Leben ist jetzt aus einer theologischen Perspektive halt auch soziales Leben, kulturelles Leben, wirtschaftliches Leben. Ja? Also wenn ich mir überlege, was da an wirtschaftlichen Folgen auf uns zukommen wird, was das auch an psychischen Krankheiten, an Armutsfolgen und auch an körperlichen Krankheiten auslösen wird, dann ich glaube, da müssen wir auf dieser Ebene noch ganz viel diskutieren, was heißt eigentlich gut leben, was heißt und welche Rolle kommt da den Sakramenten drin zu. Ich habe da auch keine fertigen Antworten, mir ist nur aufgefallen, wir müssen über unser Wertesystem dann nochmal genauer in einen Austausch kommen. Aber ich denke, der große wichtige Hinweis ist in dem Gesamtkontext, der auf die körperliche Unmittelbarkeit, würde ich mal sagen. Die ist ganz zentral. Nicht gibt. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Simon Ebner, was fällt dir dazu ein? Wie ist die pastorale Arbeit? Vielleicht weißt du auch was über Sterbesakramente oder auch sonst in Salzburg gelaufen. Andere Sakramente lassen sich ja zeitlich ganz gut verschieben, wie wir überall erleben, aber die Unmittelbarkeit der Seelsorge war so nicht möglich, Simon. Ja, was tragisch ist eben nicht nur das Thema der Sterbesakramente, sondern auch das Thema der Beerdigungen. Wenn bei einer Beerdigung dann plötzlich nur der allerengste Familienkreis dabei sein darf. Und also das sind schon große Herausforderungen seelsorglicher Art. Also da bin ich sehr froh, dass da zumindest jetzt schrittweise Lockerungen sichtbar sind, wobei es noch lange dauern wird, bis es da auch wieder den gewohnten und geschätzten Weg des Abschieds geben kann. Was mir auffällt, sind einfach, dass sich jetzt Wege bewähren, die vorher schon beschritten wurden, gerade in digitaler Hinsicht oder in quasi fernmündliche Kontakte, wo sie besonders halt auch die Jugendorganisationen leichter tun. Bei uns zum Beispiel die katholische Jugend und die Jugendzentren, die wir in der katholischen Aktion in Salzburg haben, haben da sehr, sehr schnell auf andere Angebote umgestellt. Sei es gemeinsame Gebetsabende, Jugendgruppenstunden über Zoom zu machen. Sehr viel Arbeit läuft von den Jugendzentren über Facebook und Instagram, wo mehr Menschen erreicht werden, mehr Jugendliche denn je. Also eine Zahl, die ich jetzt aktuell von einem Jugendzentrum habe, die haben jetzt plötzlich 3.500 Follower auf Facebook und Instagram,
wobei normalerweise 60 bis 70 Jugendliche täglich in diesem Jugendzentrum sind. Also da merkt man schon, man hat plötzlich eine größere Reichweite. Gleichzeitig wird schon von den jungen Menschen jetzt mehr und mehr signalisiert, irgendwie mit dem Digitalen reicht es jetzt auch wieder, man will sich wieder treffen. Es laufen dann auch sehr, sehr viele Gespräche übers Telefon, mit Alltagsfragen, mit diesen Dingen. Im pfarrlichen Bereich ist es, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders, wenn man das Thema der Bibelrunden, sonstige Treffen, wir haben die ganzen Fastensuppen, also das ist ja genau in die Aktion Familienfasttag der katholischen Frauenbewegung reingefallen, was sonst auch zumindest bei uns in der Pfarre immer ein ganz wesentlicher Treffpunkt auch ist, wo man weiß, dass da ist der Pfarrsaal voll und da passiert sehr, sehr viel Austausch. Also es gibt einfach Dinge, die kann man dann digital nicht ersetzen. Da muss man halt so gut es geht dranbleiben und in der Distanz einfach Nähe zeigen. Aber es sind halt nicht alle Lösungen, die jetzt gefunden werden, können Dauerlösungen sein. Danke, Simon. Ich möchte mit dir auch gleich eine Schlussrunde einläuten. Der alte Karl Auer sagt ja, Prognosen sind besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Dennoch, was glaubst du, werden wir heute in einem Jahr, oder du kannst doch gerne sagen, heute in 10 Jahren, gelernt haben? Was wird sich verfestigt haben, weil es gut war oder nachhaltig ist, zeitlos vielleicht ist, und was wird sich geändert haben oder auch geändert haben müssen? Und diese Zukunftsfrage würde ich dann auch gern an den Michael und dann abschließend an die Regina Bollack weiterleiten. Das ist die schwierigste Frage, darf ich jetzt zuerst beantworten. Dankeschön. Ich hoffe, dass bleiben wird, dass das Thema der Solidarität, des Zusammenstehens einfach ein ganz wichtiges ist für gesellschaftliches Funktionieren. Also da hoffe ich, dass diese Welle der Solidarität, die zumindest in den ersten Wochen ganz stark spürbar war, einen bleibenden Eindruck auf uns als Gesellschaft hat. Und dass wir gleichzeitig aber nicht verlernen, dass Solidarität jetzt irgendwie quasi an Staatsgrenzen gebunden ist. Das merkt man jetzt auch, wenn man in europäischer Hinsicht, dass einfach sehr viele Maßnahmen ganz massiv auf quasi Nationalstaaten bedacht sind, sondern dass Solidarität was ist, was, wenn man sagt, wir Menschen sind Kinder Gottes, Brüder und Schwestern, was einfach keine Staatsgrenzen kennen soll. Also da hoffe ich, dass einfach die große Präsenz des Wortes Solidarität, das wir in den letzten Wochen gehört haben, über die nächste Zeit eine derartige Sickerwirkung entfaltet, dass sich da gewisse Dinge selbstverständlicher werden, als sie das vielleicht vor der Krise waren. Sehr schöner Ausblick eigentlich. Michael Kuhn, deine Zukunftsprognose. Ja, im Ersten schließe ich mich ganz dem an, was der Simon gesagt hat. Ich glaube, dass das auf lokaler Ebene notwendig ist. Bei uns in der Straße zum Beispiel noch immer jeden Abend 8 Uhr treffen sich die Nachbarn, zumindest auf den Balkonen, um einfach denen zu danken, die noch immer das öffentliche Leben aufrechterhalten. Aber natürlich auch national, aber auch europäisch. Also ich glaube, das ist notwendig. Es wurde ja die Europäische Union dafür kritisiert, dass am Anfang die Solidarität sehr gehapert hat. Ich glaube, da wird sicher einiges dazugelernt werden und sich einiges verändern. Ich denke nicht einmal in 10 Jahren, sondern relativ kurzfristig, weil ich glaube, die Diskussion hat dazu schon angefangen. Das Zweite, was natürlich aufgefallen ist, ist, dass Menschen draufkommen, dass sie bis jetzt sehr stark im Hamsterrad gelaufen sind und sehr oft sich die Frage gestellt haben oder nicht die Frage gestellt haben, was ist denn das Ziel des Ganzen. Und dass jetzt diese Frage, was ist denn jetzt denn eigentlich das Ziel und muss alles so schnell gehen, dass das eine Frage ist, die wiederkommt. Und ich kann mir vorstellen, nicht in allen Bereichen, aber doch in einigen Bereichen, dass das Leben etwas langsamer werden wird. Also zum Beispiel die Notwendigkeit, für jede Sitzung von 2 Stunden irgendwo hinreisen zu müssen mit dem Flugzeug, dass das sicher abnehmen wird. Das habe ich zumindest hier aus dem Freundes- und Bekanntenkreis in Brüssel, das ja tendenziell sehr reisefreudig ist, schon gehört. Also das wäre auch ein Wunsch, weil es
in verschiedener Hinsicht. Es tut uns persönlich gut, es tut uns in unserem familiären Umkreis gut, aber es tut, glaube ich, auch der Umwelt letztendlich gut, wenn wir uns hier etwas langsamer bewegen, als wir es bisher getan haben. Das teile ich voll und ganz und gleichzeitig freue ich mich auf unsere nächste persönliche Begegnung in Brüssel, lieber Michael. Regina, deine Prognose. Also ich entziehe mich dem ein bisschen, weil ich das eigentlich nicht mag. Aber was ich glaube, dass wir entdeckt haben, und das klingt jetzt sehr paradox, wir haben wieder eine Zukunft. Ja? Weil ich davon aus, weil meine Wahrnehmung ist, bis zur Corona gab es irgendwie gesellschaftlich so den Versuch, in Europa die Gegenwart so lange auszudehnen wie möglich. Und jeder und jede hat gewusst, irgendeine Krise wird auf uns zukommen. Die Ökologiekrise, die Finanzkrise, die nächste. Also es gab schon ein unterschwelliges Krisen- und Angstbewusstsein. Und die ausgedehnte Gegenwart. Und jetzt ist eine Krise da, interessanterweise eine, die in keiner dieser Krisenauflistungen drinnen steht, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe. Außer auf der WHO-Ebene, also gewusst hat man schon lange, das weiß ich. Und plötzlich sieht man, okay, wir können darauf reagieren. Es können plötzlich Unmengen an Gelder freigesetzt werden. Es können Entscheidungen getroffen werden. Also das heißt, wir haben eine Zukunft und wir entdecken unsere Freiheit des Handelns wieder. Das ist auf einer tieferen Ebene, finde ich, eine ganz spannende Entdeckung. Wofür jetzt diese Freiheit und diese offene Zukunft genützt wird, das liegt, und da möchte ich ganz stark an die ethische Freiheit appellieren, was liegt jetzt tatsächlich daran, an jeder einzelnen Person auf der Mikroebene, auf der Meso- und der Makroebene der Politik, was machen wir jetzt mit dieser neu geöffneten Zukunft? Und da denke ich mir, da wird jetzt dann beginnen, es klingt jetzt ein bisschen martialisch, der Kampf um die besten Ideen. Ja, also das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Und wer Wünsche hat oder Visionen hat, der muss das in Strukturen und Strategien übersetzen, sonst wird es nämlich nichts. Ja, das gilt für die Politik genauso wie für den kirchlichen und den pastoralen Raum. Fix ist da gar nichts, es können sich auch Minderheiten durchsetzen. Ich weiß noch nicht, wie sich die Werte, also welche Werteverschiebungen es momentan gibt und ob die nachhaltig sind. Ich glaube, es gibt welche. Aber entschieden ist da noch gar nichts. Ich appelliere wirklich an die ethische Freiheit und an die Wahrnehmung, wir haben wieder eine Zukunft, so paradox das klingen mag. Sehr, sehr schöner Schlussgedanke. Ich denke, wir hatten Berichte halt von Expertinnen und Experten in dicken Büchern darüber, was alles kommen kann, wie sich eine Pandemie beispielsweise entwickeln würde. Das ist genau das Feld, Regina, das du auch angesprochen hast. Das muss halt dann übersetzt werden in konkrete Handlungen durch Politik und andere Teile der Gesellschaft. Und das ist dann wieder schwierig. Aber ein schöner Zukunftsausblick, dass wir die Freiheit haben, zu gestalten und nützen können. In diesem Sinne danke ich euch nochmal recht, recht herzlich dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt für diese Videopodcast-Episode, für alle eure Gedanken, vor allem die stärkenden, zuversichtlichen Schlussgedanken von der Regina. Nicht billig, sondern sehr, sehr tiefgehend, denke ich. Und wünsche euch allen alles Gute und freue mich auf eine persönliche Begegnung im echten Leben, sobald das wieder möglich ist. Dankeschön. Danke. Danke. If somebody reacts with violence to a solution proposal, this is not a reliable partner. We have lost Great Britain and Northern Ireland. We should do all that we can not to lose the Western Balkans as well. Ich sage das deshalb, weil in Europa die europäischen Werte, die universale Werte sind, auch gelebt werden.